Ja, liebe gnädige Frau, lieber Hermann, ich danke ganz, ganz herzlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Brauche ich das wirklich? Ich glaube, ich schaffe das so, oder? Ja? Ja? Okay. Lukas, danke. Vor ein paar Monaten haben Werner Telesco, ich weiß nicht, ob er da ist, und meine Wenigkeit, wir haben uns überlegt, wie wir dir eine Freude machen könnten. Und das Erste ist natürlich bei seinem Geburtstag, dass man immer daran denkt, einen Vortrag, einen Gastvortrag. Aber das ist ja dann auch immer so eine Sache, man weiß ja nie so ganz genau, wie sowas ist und wie sowas ankommt. Und dann haben wir uns gedacht, vielleicht können wir es verbinden, dir eine Freude zu machen und uns eine Freude zu machen. Und haben einmal angeklopft, ob es möglich wäre, dieses Gespräch zu führen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du uns die Gelegenheit dafür gibst. Und es werden die Fragen, die jetzt gerade anklingen, bestimmt alle heute vorkommen, auch wenn ich nicht ganz dort anfangen werde, wenn ich darf. Ein subjektiver Einstieg ist ja immer ein bisschen problematisch, aber ich versuche es trotzdem. Als ich 1975 zu studieren begonnen habe in Wien, warst du gerade ein Jahr da. Und ich muss sagen, ich war einfach vom ersten Moment an von dir fasziniert und habe auch vom ersten Moment an so den Wunsch gehabt, nur wusste ich damals nicht, wie man sowas realisiert, mit für den Professor würde ich gern arbeiten. Aus diesem Wunsch, der hat sich eigentlich relativ schnell dann realisiert, sind 17 Jahre Zusammenarbeit geworden. Und aus diesen 17 Jahre waren eigentlich so unglaublich spannungsreich und interessant in deinem Leben, und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich daran partizipieren durfte. Und deswegen drängen sich ja Unmengen von Fragen auf. Also wenn ich an die Zeit zurückdenke, wir waren damals im neuen Institutsgebäude, dann habe ich so impressionistisch sehe ich irgendwie dunklen Marmor, einen sehr eleganten Herrn in einem, oft im Sommer, in einem hellen Anzug, manchmal sogar in einem hellen Seidenanzug. Frau Filiz, manchmal in einem hellgrünen Regenmantel und irgendwo sehe ich ein bisschen Fell, ja. Das war so meinen Hund gekleidet, einen Schnauzer, der auch manchmal da war, und es war sozusagen, jeder Vorlesungsbeginn war wirklich ein Adventus. Also dich hat, wenn ich zurückdenke, einfach die Aura ein internationales Flair umgeben, und da war wirklich ein Habitus da, der aber nicht aufgesetzt war, sondern der ganz innen von mir. Mich hat es sehr beeindruckt. Und dann in den Seminaren hat sich dann das auch erklärt, dass das nicht nur so ein Eindruck war, sondern dass das tatsächlich schon aus einer internationalen Erfahrung auch gekommen ist. Du bist ja damals relativ knapp aus der Schweiz gekommen. Und ich kann mich dann erinnern, wir wurden auch Wintersemester 74 gelegentlich eben gerügt, dass wir nicht ganz so klug sind wie die Schweizer Studenten und dass das Schweizer Institut irgendwie anders organisiert war. Und ich denke, das war, wenn ich das recht sehe, schon auch wirklich eine sehr wichtige Phase in deinem Leben. Und ich würde, wenn es dir recht ist, gern damit beginnen und dass wir dann zurück noch einmal schauen in den, zum Studium und zum Beginn deiner Karriere in Wien. Also diese Schweizer Zeit, also uns immer so vermittelt, dass das eben eine ganz wichtige, ja gar nicht so lange, aber ganz wichtige Etappe in deinem Leben. Das waren 7 Jahre, waren es nicht? Ja, das ist eigentlich doch viel, ja. Ja, nicht, ich bin ja im 67, also ich hatte damals das Österreichische Kulturinstitut in Rom geleitet, und da hatte ich mehrere Anfragen. Zuerst war es Berlin, der Stefan Wetzold, der mich an die Berliner Museen haben wollte, damals noch das geteilte Berlin, aber mit sehr faszinierenden Ideen, die Wetzold hatte. Das habe ich dann abgelehnt. Dann kam bald darauf das Metropolitan Museum in New York, die mich damals als Leiter des Medieval Department haben wollten, Tom Hoving. Das war schon faszinierend, aber die Idee, ein paar Jahre, nicht länger,
in New York mit der ganz anderen Spannung, die dort ist, zu arbeiten. Wir waren schon, glaube ich, 10 Tage oder was drüben und hatten, sie haben uns sehr gute Bedingungen gemacht, bis mich dann jemand aufmerksam machte, dass man damals auch als Resident militärpflichtig sei. Das hätte mich nicht getroffen, aber meine Söhne. Das heißt, ich hätte meine 3 Söhne nicht mitnehmen können. Und daraufhin habe ich dann New York adieu gesagt. Und fast zur gleichen Zeit hatte ich den Ruf nach Basel. Und das begann schon, dass dort die Verwaltung damals unendlich viel einfacher war als in Wien. Wenn ich nur sage, dass die Berufungsverhandlung genau 60 Minuten gedauert hat und nicht eine Minute länger. Ich habe allerdings dort mit dem Regierungschef selbst verhandelt. Ich bin ins Hotel gekommen, hat meine Frau gesagt, da hat sich alles nicht. Sagt sie, gibt es doch nicht in 60 Minuten. Und es ging in 60 Minuten. Beginnend beim Gehalt, beim Freisemester, bei der Bibliothek, bei Assistenten und so weiter. Und das hat eigentlich mich schon berührt. Die Probleme, vor denen ich stand, ich war ja nie Vollprofessor gewesen. Ich war freier Dozent und habe das gelesen, was mir Freude machte oder was ich fand, das interessant sei. Aber nun ein großes Programm an einer kleinen Universität, klein in dem Sinn, dass ja das ganze Institut damals aus einem Ordinarius, einem zusätzlichen Ordinarius, also einem Ordinarius, sozusagen, das ist ein gesetzlicher Lehrstuhl, das war meiner, und dann ein zusätzlicher, der aber erneuerbar wäre, das war damals Landolt. Und mit einem Assistenten und damit passt. Und das war der Anfang schon sehr schwierig. Und dann bin ich also hochmütig gekommen und habe gefunden, ich mache dort die Wiener Studienordnung, die ich für sehr richtig fand. Und da kamen die Schweizer Studenten und haben gesagt, bei uns geht das nicht. Bei uns eine Demokratie, die Studienordnung müssen Sie mit uns besprechen. Und da gingen wir ausgerechnet in das Restaurant Löwenzorn, es existiert noch immer, am Schmalenberg. Und da haben wir, glaube ich, 3 Stunden debattiert. Und dann haben sie gesagt, jawohl, die Studienordnung wird von uns akzeptiert. Nur einer ist aufgestanden und hat gesagt, ja, ich bin auch dafür. Aber eines, was in der Schweiz sehr wichtig ist, die moderne Kunst, das geht nicht. Und da, das ist der Anfang, dass ich moderne Kunst gelesen habe. Dann habe ich gesagt, jetzt werde ich Ihnen zeigen, dass es geht. Und ich habe damals dann... Also man könnte sozusagen die zeitgenössische Kunst nicht ja, also lesen. Die klassische Moderne nicht. Ja, also, und das habe ich, da habe ich also dann, glaube ich, jedes 3. oder 4. Semester Moderne gelesen. Und diese Lebendigkeit natürlich, auch die lebendige Verbindung mit den Studenten. Sagen wir zum Beispiel, eine Exkursion war so, dass irgendwie kam, ja, waren eingeladen bei einer alten Dame, viel jünger als ich, sie war damals, glaube ich, 80, aber sehr lebendig, war die Witwe eines hohen Funktionärs in einer der chemischen Industrien, sie, glaube ich, selbst war Ärztin, und ich hatte damals gerade die Spanien-Exkursion vorbereitet und hat sie gesagt, mein Gott, nach Santiago würde ich auch gern kommen. Dann habe ich gesagt, naja, wie können wir das machen? Dann habe ich gesagt, passen Sie auf, ich habe arme Studenten, ich werde mit den Studenten sprechen, das musste ich mit den Studenten besprechen. Ich selbst würde sie mitnehmen unter der Bedingung, dass sie, wenn wir diskutieren, nicht reinreden, sie dürfen hinten stehen und zuhören, und sie müssen bei den Studenten die komplette Reise zahlen. Hat sie gerade einverstanden. Da bin ich mit den Studenten gesprochen, die waren auch einverstanden. Und daraus hat sich eine Gruppe von 5 oder 6 alten Damen ergeben. Bitte? Die Nachmittagsvorlesung. Ja, nein, das kommt nicht ergeben. Und damit haben wir für die armen Studenten die Reise bezahlt bekommen, ganz abgesehen davon, dass diese alten Damen glücklich waren, mit jungen Leuten beisammen zu sein. Und dann am Abend natürlich splendid, vermögend waren sie ja, die ganze, vor allem den Weinkonsum zu bezahlen. Also es war insofern sehr frei. Auch dann natürlich die Verbindung mit dem Kunsthandel, insofern nicht der Bayerner, der Legendäre, nicht der die Stiftung machte,
das war ein Treffpunkt für moderne Kunst, nicht? Also Henry Moore habe ich dort etwa kennengelernt und viele andere. Also insofern ist es ein ganz andere Struktur, weil es natürlich kleiner ist, ja. Enger, aber natürlich auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Also du hast ja auch sehr viel in Kontakt mit Sammlern. Also ich kann mich erinnern, du warst mit Hahnloser, glaube ich, befreundet, ja, mit dem Herrn von Hirsch. Ja. Also das war natürlich auch eine völlig andere Situation als in Österreich. Natürlich nicht. Ich meine, na gut, das wäre, wenn man vor 38 nimmt, waren natürlich hier auch sehr große Sammler. Aber ich glaube, diese enge Verbindung zur Universität habe ich nie gehört, ja, dass da ein Bestand. Nicht? Ja, ja. Mit Ausnahme also nicht Gustav von Bender, der ja eben, ja zur Universität auch nicht, aber zum Museum nicht, der eben seine testamentarische, seine Sammlung dem Kunsthistorischen Museum schenkt. Aber das bestand nicht. Aber natürlich dort, also erstens Hahnloser, ja selbst Professor nicht und war ja in Wien Assistent gewesen, der, damals in der Nachkriegszeit bei Schlosser nicht, mit Julius von Schlosser, mit dem er auch Quartett spielte. Schlosser hat ja gerne musiziert, nicht? Aber hieß er der Nobelassistent natürlich, weil bei dem miesen Zuständen, die hier waren, kam er aus der Schweiz nicht und soll also immer mit einem großen Auto gefahren sein, mit dem auch den Schlosser dann hin und her manövrierte. Nein, mit Hahnloser war eine enge Freundschaft und seine Söhne, wenn ich die noch gelegentlich treffe, auch nicht. Und die Mutter Hahnloser hatte ja in Winterthur eine riesige Sammlung, oder nicht eine, vor allem eine hervorragende Sammlung, also mit Cézanne auf und ab, Matisse. Und diese Sammlung hatte er in seinem Haus, nicht? Das heißt, es war schon geteilt zwischen ihm und seiner Schwester. Und das, was in dem Haus war, war unglaublich, nicht? Also die Wände waren von unten bis oben voll. Wir waren ja nochmal bei der Exkursion dort. Da waren also, noch ja, drin, nicht? Ja. Und jetzt, nicht die Söhne haben ja auch, nicht, wurde ja wieder geteilt, aber ich denke noch dann, was da an Sammlung war. Und natürlich Robert von Hirsch, der ja eben damals wohl überhaupt die bedeutendste Sammlung hatte, die es wohl damals auf der Welt gab, nicht? Das ging ja quer durch den Gemüsegarten, nicht? Von Antike, vor allem natürlich Mittelalter, mit den ganz bedeutenden Schätzen, die er besaß, bis hin zur Moderne. Also jedes Zimmer in seinem Haus war einer Epoche gewidmet, nicht? Da gab es also das 19. Jahrhundert, wo, glaube ich, 18 Renoir hingen, 3 Cézanne und so weiter, nicht? Also, und dann war sein Arbeitszimmer, da hing das einzige Dürer-Aquarell, das damals im Privatbesitz war, ich glaube 8 oder 9 Rembrandt-Zeichnungen. Also das war schon unglaublich. Und du konntest mit den Studenten dorthin gehen, oder? Ich war mit den Studenten dort, nicht? Er hat gestattet, dass ich dann in seinem Haus Übungen mache, nicht? Und das Esszimmer war ganz modern, nicht? Da hing Matisse und Picasso und so weiter, nicht? War man rundherum, nicht? Das Service hat er von Lyrsat für sich machen lassen. Also das war natürlich, und dort kam jede Woche irgendein Kunsthistoriker, um dort seine Aufwartung zu machen, nicht? Es kamen natürlich auch, das wusste ich damals noch nicht, die Sotheby's-Leute, weil er damals ja schon mit denen verhandelte, was mit der Erbschaft war. Nicht? Ja. Ich habe dann noch insofern eine Rolle gespielt, weil ich zusammen, wie wir das schon wussten, dass er fand, die Objekte schon wieder auf den Markt kommen, war der Christoph Bernoulli, das war ein enger Freund von ihm, ein 1000 Zazar auch nach allen Richtungen hin lebendig gewesen. Und wir haben ihm noch zugeredet, er möge doch überlegen, dachte ich, dass das beisammen bleibt und er das Ganze der Stadt oder dem Kanton schenkt. Dazu ist es dann eben nicht gekommen. Also das Haus war eigentlich. Und das war ja auch zur Verfügung. Und du bist eigentlich ins Museumsgründen, bist du ja auch schon hineingekommen in der Schweiz. Also naja, dadurch, dass ja theoretisch das Kunstmuseum, da war ja eine Gründung der Universität und daher hatte die Universität im Stiftungsrat, im Kunstbeirat oder wie es geheißen hat, 2 Sitze. Den einen hat immer ein Juristen, der zweite der Ordinarius.
Und damit war man natürlich mit den, auch mit den Ankäufen der Gegenwart konfrontiert. Also soll ein Rostor gekauft werden oder wird dafür das und das gekauft, nicht? Und mit den Stiftungen, die es dort gegeben hat, etwa die Hoffmann-Stiftung, nicht? Also von der Frau Sacher, also die Gattin von dem Komponisten und Dirigenten Paul Sacher, und die war ja die Haupterbin von Hoffmann La Roche, und daher floss dort natürlich auch Geld zu. Also, und dort war man natürlich jedes Mal konfrontiert, nicht? Mit der Frage der Gegenwartskunst, nicht? Und da kamen die Künstler auch, nicht? Also das erklärt eben, dass du vielleicht auch ein bisschen dann geschockt warst, wie du dann zurück nach Wien kamst, oder vielleicht ein bisschen enttäuscht war, dass hier natürlich die Entwicklung nicht mit demselben Dynamik gegangen ist. Nein, das wusste ich ja nicht. Ich meine, die Entscheidung nach Wien zu gehen, ist uns ja nicht leicht gefallen, nicht? Die Lebensbedingungen waren natürlich sehr viel einfacher in der Schweiz, nicht? Also in Basel, nicht? Das ist ja kantonal. Wenn ich nur denke, dass damals in der Schweiz die Bank, bei der man sein Konto hat, hat eben gegen 50 Franken die Steuererklärung gemacht und damit war's da. Also eine Situation, die bei uns unvorstellbar wäre. Denen hat man einmal dann das hingegeben und bekam unterschriftsreif das zurück, und das hat 50 Franken gekostet. Aus. Also solche Dinge. Nicht? Oder dann, das Seminar ist auch größer geworden. Und da habe ich gefunden, wir brauchen einen zweiten Assistenten. Und wenn du denkst, das war ein Telefongespräch mit dem Obersten, also mit dem Obersten neben dem Regierungsrat, nicht, das ist also das, was der kantonale Minister ist, den habe ich angerufen und gesagt, Sie, ich brauche einen zweiten Assistenten. Und dann hat er gesagt, ja, warten Sie einen Augenblick am Telefon. Und da habe ich sie gewartet, hat er seinen zweiten Telefon, hat er gesagt, sind Sie noch da? Und sagte, ja, den können Sie sofort anstellen, das schriftlich erledigen wir nachher. Also meine Situation, das wäre in Wien undenkbar. Das sind Monate, die vergehen, bis sowas hier erledigt ist, wenn überhaupt heute ja. Aber diese Dinge, und da könnte man natürlich von dort unendlich viel lernen. Nicht? Denn ich meine, ich frage mich, warum geht eine Berufungsverhandlung dort in 60 Minuten? Und hier hat bei meiner Rückkehr nach Wien, ich glaube, nahezu 2 Jahre gedauert. Es fängt schon an, ich bekomme einen langen Brief, nicht vom Minister, sondern vom Sektionschef. Den Brief könnte ich dir zeigen oder Ihnen zeigen. Sehr geehrter Herr Professor, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie von der Fakultät Primo Logo gesetzt wurden. Sollten Sie Interesse haben und sollten Sie meinen, dass ein Gespräch notwendig ist, dann laden wir Sie zu einem Gespräch ein, dass Sie bitte mit Herrn Ministerial, das ist schon die dritte Stufe unten, nicht, führen mögen. Bitte teilen Sie Terminvorschläge mit. Das war im Mai, und ich habe geschrieben, ich bin Anfang Juli aus familiären Gründen in Wien, hätte eine Woche Zeit. Die Antwort kam im September, das hängt mit der Schreibstube zusammen, die es damals gab. Sehr geehrter Herr Professor, zu dem von Ihnen genannten Termin sind alle Herren auf Urlaub, bitte teilen Sie einen neuen Termin mit. Da war bereits ein halbes Jahr schon verflossen, und das sind natürlich Zustände, und die waren natürlich unendlich. Ja. Also dann hat sich aus der Nachkriegszeit ja noch einiges erhalten gehabt. Also sozusagen manches ist ja dann wohl wieder bekannt vorgekommen, wie du es noch aus der Studienzeit gekannt hast. Das kann ich wohl sagen. Und aus deiner frühen Zeit am Kunsthistorischen Museum, da ja auch viele ganz junge Kolleginnen und Kollegen da sind, sollte man vielleicht einmal erinnern, wie diese ganze Atmosphäre war. Raphael Rosenberg hat das so schön gesagt, dass du ja im Sommersemester 45 begonnen hast. Das war dieses kürzeste Semester, glaube ich, aller Zeiten. Also über den Krieg wollen wir nicht reden, der war für meine Familie furchtbar. Aber ich hatte das Glück, und das waren ganz merkwürdige Umstände, dass ich in Wien war. Im Gegensatz zu vielen meiner Klassenkameraden, von denen ja nur ganz, ganz wenige mehr leben. Ich habe 42 maturiert. Und 45 natürlich das Kriegsende, das ich hier erlebt habe, nicht nur den Einmarsch der Russen. Ich habe auch die Oper brennen gesehen, und nun ist etwas, was, das hat mich auch bei Portisch geschmerzt mit seinem
Bericht über den Beginn des Wiederaufbaus hat nicht erwähnt hat, dass die Universität bereits am 4. Mai, da hat man in Deutschland noch geschossen, hat die Universität eröffnet. Und das waren nicht die Professoren, sondern das war der Kurt Schubert, der damals Student war und in der Widerstandsbewegung sehr verankert war und daher auch dort zu den Russen, die waren ja die Ersten, die da waren damals, die Beziehung herstellen konnte. Ich sehe noch heute, wie er mit der rot-weiß-roten Armbinde da immer gegangen ist. Er war, glaube ich, sogar 14 Tage oder 4 Wochen Rektor, hat mir mal gesagt, dass er aus dem Rektoratssiegel das Hakenkreuz herausgeschnitten hat mit einem Messer und mit dem hat er einmal noch gestempelt. Und der war derjenige, mit dem wir angefangen haben, nicht? Und natürlich war man ausgehungert nach Wissenschaft, nach irgendetwas zu machen. Und eigentlich wollte ich ja Architekt werden und wollte bei Clemens Holzmeister studieren. Aber da die Universität aufmachte und noch niemand anderer, habe ich gesagt, jetzt inskribiere ich einmal hier. Und damals musste man bei der Hochschülerschaft einen Test bestehen, der nicht sehr schwer war, dass man kein Nationalsozialist war. Und da hat man auch auf das Maturazeugnis einen Stempel bekommen, kann ich auch zeigen, dreijähriger Stempel, demokratische Hochschülerschaft Österreichs. Und wenige Wochen später die Akademie aufmachte am Schillerplatz, bin ich also hinüber und wollte dort inskribieren und damals durfte man noch nicht an zwei Hochschulen gehen. Und ich sagte, Sie sind ja schon einer inskribiert aufgrund des Stempels, haben Sie das gesehen? Dann habe ich gesagt, dann mache ich halt jetzt einmal fertig und gehe dann so. Und damit war meine Laufbahn. Und die Universität begonnen hat es damit, dass die Russen erklärt haben, es muss zuerst der erste Dreck aus der Universität entfernt werden, bevor die Vorlesungen beginnen. Und zwar meine erste Tätigkeit, dass ich mit einigen anderen die Aula einmal vom ersten Dreck gesalbert habe. Da sind wir also, haben dort also den Schutt also und so weiter. Ich glaube, die Schule hat ja 25 Bombentreffer. Naja, und zwar die Philosophenstiege bestand nicht. Die Juristen hat man dann eine Holztreppe gemacht. Wie ich promoviert wurde, 47, war noch im hinteren Teil des Festsaals, waren noch Schuttberge, nicht? Fenster gab es nicht im Dezember, es war eiskalt. Der Rektor hat einen dicken Schal um seinen Talar herumgewickelt gehabt, nicht? Und man ging über eine Holztreppe, eine wackelnde, auf der Juristenseite hinauf. Und das Institut war ja oberhalb vom Institut für Geschichtsforschung. Nicht? Hans Siedlmeier hat in der ihm ja eigenen Bescheidenheit, soll er gesagt haben, es ist für uns symbolisch, dass die Wendeltreppe vom Institut für Geschichtsforschung hinaufführt zur Kunstgeschichte. Aber diese knarrende Wendeltreppe sind also jeden Tag gegangen. Und weil sie fragten, nicht? Also Siedlmeier ist ja sofort und Oettinger suspendiert worden und dann ja, glaube ich, zur verkürzten Pension abgefertigt worden. Grimschitz hat noch kurze Zeit gelesen und dem verdanke ich, dass Grimschitz uns in die Künstlerateliers führte. Und so bin ich damals mit ihm zu Böckel gekommen in der Akademie und habe das Böckel-Atelier, also ich glaube, es war das erste, nicht? Dann ist er mit uns zu Oskar Laske gegangen und dann wurde er auch als Nationalsozialist suspendiert, wobei man ihm immer sagen muss, Grimschitz hat sich erstens einmal im Gegensatz zu anderen immer dazu bekannt, dass er Nationalsozialist war und nach wie vor sehr stark rechtslastig denkt. Aber er hat zugleich Grimschitz das Verdienst, dass Wien im Gegensatz zu anderen Städten des Großdeutschen Reiches kein einziges Bild als entartete Kunst verloren hat. Wie er das gemacht hat, im Krieg war er Direktor der Österreichischen Galerie, wie er das gemacht hat, weiß ich nicht, aber das sollte man ihm sehr zugute halten. Also und dann war einer da, den man ja nicht vergessen hat, das war Fritz Nowotny. Also und das ganze Institut bestand eigentlich damals aus Sasa Salosiecki, der ja durch die Kriegsumstände nach Wien gekommen ist. Ich glaube, er war zuerst in Lemberg war er, und von dort ist er dann, und da blieb er hängen hier, nicht? Man hat ihm angeboten damals das Ordinariat, und da hat er abgelehnt, hat gesagt, nein, also das ist sozusagen
für mich eine Nummer zu groß. Nicht? Das, aber er hat das Institut geführt und das war Novotny noch. Und dann einer, der stark mit Volksbildung immer zu tun hatte, das war Matzko. Nicht? Also mit dem ging man damals in die Ruinen von der Stephanskirche, nicht? Und hat natürlich einen sehr bescheidenen Unterricht geführt, aber wir waren ja auch nur damals etwa 10 Studenten, nicht? Der Mrazek war damals, hat so den Assistenten vertreten dort, nicht? Und die Wagner-Rieger, damals noch Wagner, Renate Wagner, nicht? Hat die Bibliothek betreut. Also war ein ganz kleines Institut, aber damit auch, und das war auch das Schöne, der Jörg Maute war da, nicht? Es war eine kleine Familie und das war auch schön, dass auch die Eltern mich als Neukömmling sofort eigentlich oder uns dann bald nach der Matura, meine spätere Frau, akzeptiert haben. Nicht? Das waren so 10, 12 Leute, nicht? Und das war noch ganz anders natürlich als heute mit dem Riesenbetrieb. Und wie war das eigentlich? Hast du die Kaiserkrone gefunden oder hat die Kaiserkrone dich gefunden? Nein, die Kaiserkrone hat mich gefunden. Ich habe nie daran gedacht, mich mit Goldschmiedekunst zu beschäftigen. Ich wollte Architekt werden und da hat mich auch Architektur zuerst natürlich interessiert. Das war am Institut für Geschichtsforschung, gab es einen Mann, damals hat er sich Decker genannt, später ist er draufgekommen, dass unter seinen Ahnen die Haufs auch sind und so hat er sich dann später Decker Hauf genannt. Und der hat eine Institutsarbeit geschrieben, in der er eine Datierung der Reichskrone auf 962 behauptete, also die Kaiserkrönung Otto des Großen, werden wir bis zu dieser Zeit ist ja die Krone geschwankt, frühes 11. Jahrhundert, burgundische Krone mit Konrad II. Gekommen und so weiter, da hat man so rumfantasiert. Das de facto würde ihm heute das Doktorat aberkannt, weil es gab ein kleines Büchlein, das in Wien aber damals nicht war. Das war Friedrich Sprater, die Reichskrone Odin in der Pfalz. Und der hat schon, ich glaube 1942, diese Datierung mit sehr klugen Argumenten vorgeschlagen und er hat zum Teil wörtlich Sätze aus dieser Arbeit übernommen. Aber das wusste man nicht. Die Arbeit ist auch nicht nachprüfbar, denn damals hat der Saluzetzky gesagt, ich habe damals ein Referat zu halten gehabt, sagt er, da hat einer unten über die Kaiserkrone eine merkwürdige Datierung gemacht, schauen Sie sich das an. Und so habe ich, das ist das Referat, das da oben auch stand, ne? Habe ich über die Reichskrone das Referat gehalten und bin dabei draufgekommen, dass vor allem die Formuntersuchung nie gemacht worden ist, auch vom Deckerhauf nicht. Und da habe ich also ihm gesagt, sieht er, das wäre für irgendjemand eine Dissertation, weil ich gar nicht daran gedacht habe, mich mit Goldschmied. Sagt er, dann machen Sie es. So, und damit bin ich zur Reichskrone gekommen, habe darüber meine Dissertation geschrieben. Und damit warst du sofort in der Und damit war die meine Entwicklung gedacht. Nicht? Und dann kam natürlich das Institut für Geschichtsforschung, das mich gelockt hat. Irgendwo hat, das war der Fichtenau, damals Assistent, der gesagt hat, also dass für Forschung speziell, also die Ausbildung im Institut für Geschichtsforschung, die notwendig oder die richtige Ausbildung sei. Und da habe ich mich sofort angemeldet und daher 45 in den vorbereitenden Kurs als eingetreten und dann nach der Aufnahmeprüfung wurde ich ordentliches Mitglied. Die haben ja nur 6 Mitglieder aufgenommen, 6 ordentliche und 6 außerordentliche. Und das war dann das Glück eigentlich meiner ganzen Zukunft, nicht? Dort war der, den ich am meisten verehrt habe, nicht? Und verehre, Alfons Lotzky als Lehrer und dort spielte sich so ab, dass man hatte dort, man war kaserniert, man hatte einen Schlüssel zum Institut gehabt und man ist also eigentlich den ganzen Tag dort gesessen im Mitgliederzimmer. Da war der Schmiedinger, also der Vater vom jetzigen Rektor der Salzburg Universität, der Blas, die Erika Weinzierl, damals noch Erika Fischer, die also Neuzeitgeschichte war, nicht? Das war der erste Kurs und in dem war ich eben auch als Kunsthistoriker.
Dora Bruck, also spätere Dora Heinz, die habe ich mitgezogen, habe gesagt, geh, lass mich nicht allein, komm, mach auch, und daher hat sie auch mitgemacht. Und eines Tages kommt der Lotz, und da ist so immer so im Abstand von einer halben Stunde, kam ein Professor oder ein Assistent, hat sich zu einem gestellt oder dazu gesetzt, und was machen Sie, wie? Na, das ist aber nicht gut, oder könnten Sie das, oder denken Sie, da gibt es auch. Und damit hat man wirklich gelernt, das war ganz intensiv. Und der Lotzke kam eines Tages und hat gesagt, Sie können ans Kunsthistorische Museum, und zwar können Sie an die Sammlung für Plastik und Kunstgewalt. Aus heiterem Himmel. Und wie ich 47 promoviert habe, dann im Dezember, kam und hat gesagt, und jetzt gehen Sie zum Herrn von Löhr, das war der damalige, einer der beiden Generaldirektoren des Kunsthistorischen Museums, er hat damals gleichzeitig zwei Generaldirektoren gehabt, auch eine Wiener Eigenart, aber das hängt mit der Wiedergutmachung zusammen. Und so bin ich also dann, aufgrund der Tatsache, damals musste man nicht nur das Doktorat haben, sondern auch Mitglied des Instituts für Geschichtsforschung sein, um ans Museum zu kommen. Und da bin ich dann als Volontär eingestellt worden. Das war einige Monate, um zu prüfen, ob ich mich für den Museumsdienst eigne. Und dort hat dann sehr bald der Sammlungsdirektor, der Erich Vinzenz Stromer, und da war Erich V. Stromer geschrieben, da haben alle gesagt, Herr von Stromer, zu ihm, hat gesagt, na, wenn Sie eh schon über die Kaiserkrone dissertiert haben, gehen Sie rüber und schauen Sie mal sich um die Schatzkammer um. Die Schatzkammer bestand damals aus einigen Räumen mit den alten marie-theresianischen Vitrinen, einer Baustelle und ein paar Ordensmäntel, die dort schäbig, staubig runtergegangen sind, denn die Insignien waren ja damals im Safe in der Postsparkasse. So, die Krone, wie du darüber dissertiert hast, war sie schon überhaupt da? Ja, die ist 46 von den Amerikanern übergeben worden an die österreichische Bundesregierung. Die war zuerst noch im Gebäude der Nationalbank. Die Nationalbank war damals ja Hauptquartier der Amerikaner. Und die Regierung hat, weil man ja nicht wusste, wie die Russen darauf reagieren, nicht? Vor allem die Russen, nicht? Haben sie gebeten, dass sie noch im Safe der Nationalbank bei den Amerikanern liegen. Dort habe ich sie sogar gesehen, denn wie ich über sie dissertiert habe, gab es eine Kollegin, die Bronold. Und deren Schwester war eine Sekretärin bei den amerikanischen Ohren. Und die hat arrangiert, dass ich damals in Safe gehen konnte, bewacht von einigen GIs. Nicht? Und dort haben sie mir die Krone, da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Also die aus Nürnberg gekommen? Die aus Nürnberg gekommen, die Originale, also, die Originale. Ich, die habe ich sie damals gesehen, da habe ich noch an der Dissertation geschrieben. Ja, also das wie ich dann ans Museum kam, haben eben schon die Amerikaner die Nationalbank übergeben. Ja. Und damit hat man sie zu den anderen Stücken gegeben, die in einem Safe der Postsparkasse lagen. Ja. Du warst ja dann auch involviert in eine etwas eigenartige Geschichte, wo sie noch einmal aus der Schatzkammer entfernt wurde. Das war der Film, meinst du? Naja, das war 1951, hat der Vater Marpo, also der Vater von diesem jetzigen Ernst Marburg, und so weiter. Und der hatte sehr gute Beziehungen zur Regierung. Manche sagen auch, dass er mit Fiegel weit findet. Ja, die sind verwandt. Sind sie? Also das stimmt doch. Und der hatte die Idee, einen Film zu machen, 1. April 2000, um auf unsere Besatzung, dass wir da, also eben von vier Mächten, da noch immer niedergehalten wurden, aufmerksam zu machen. Nicht? Und eben das damals, wenn man denkt, im Jahr 2000 noch immer als Traum. Und da hat er mit denen er den Film international verkaufte, hat er ausgemacht, dann vertraglich mit Zustimmung der Bundesregierung, dass die österreichische, also die Rudolfskrone, die spätere österreichische Kaiserkrone, in dem Film gezeigt wird, im Original. Und wir haben uns also im Museum heftig dagegen gewehrt. Die Krone musste, ein Teil eben in diesem Film ist
der Rückblick auf die österreichische Geschichte. Und da ist auch die Doppelhochzeit der Enkel Maximilians 1515 drinnen. Und zu dieser Doppelhochzeit musste die Krone gelegt werden. Wir haben ja gesagt, Hans, die Krone 1602. Also das war denen ganz wurscht, war auch denen wurscht. Aber die Kaiserkrone kommt auch vor. Aber das nein, ist, die Reichskrone nicht, nicht. Die Reichskrone nicht, nur die. Das ist aber nicht das Original nicht. Offenbar, weil es nicht. Kommt vor. Das ist möglich, ja, aber... Also ich habe überlegt, ob ich den Film mitbringe, es gibt ihn nein, wieder. Das weiß ich nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber das Original mussten wir in die Stephanskirche bringen. Von der Rudolfinischen. Die Rudolfinische. Und das war ja damals auch, also eben, wie man hier denkt, bürokratisch oder nicht bürokratisch, sie haben uns da einen Kieberer gegeben, der das Ganze zu organisieren sollte. Der war also einer von denen, die die Regierungsmannschaft betreut haben. Und der sollte das, hatte über das Ganze zu organisieren. Der hat die Angst gehabt, dass unser Transport dann überfallen wird von irgendwelchen, die die Krone rauben wollen. Und da kam er auf die abstrusesten Ideen. Zuerst ist er gekommen und ich hatte einen Kollegen, einen älteren, den Schusselka, der so dicke Brillen hatte und daher es verstanden hat, mit der Tatsache, dass er schlecht gesehen hat, jede Dienstreise abzulehnen, weil er erklärt hat, dass er, wenn er wohin kommt, wo er nicht ganz daheim ist, kommt er bestimmt in einen Verkehrsunfall und ist tot. Und das wollte also auch kein Ministerium verantworten. Und so hat Schusselka, soweit ich mich erinnere, nie in seinem Leben eine Dienstreise gemacht. Und dann kam also dieser Polizist und hat gesagt, und selbstverständlich werden die beiden Herren bewaffnet. Und da hat der Schusselka nur ruhig gesagt, ja, und ich werde wie wild um mich schießen. Das hat den Polizisten eingeleuchtet und auf das hat er dann verzichtet. Aber dann kam er auf die blendende Idee und vielleicht spielen da die Geschichte mit dem. Er ist irgendwie draufgekommen, dass im Hofmobiliendepot es Kopien von den Kronen gibt, ähnliche, die für die Aufbahrungen der Habsburger bestimmt waren. Und da hat er erklärt, also diese Kopie von dem Hofmobiliendepot wird man möglichst auffällig dann wegführen und damit dann Räuber denen nachfahren, jetzt wie sie sind. Und wir fahren in dem kleinen Auto, das war damals ein Steirer Fiat, mit dem Mabo, dann in die Stephanskirche. Das Letztere ist dann geschehen. Der Ernst Mabo saß am Steuer, neben ihm der Polizist. Ich bin hinten gesessen, habe den Koffer der Krone in Papier wie immer eingewickelt gehabt und neben mir mein Kollege Schusselka. Und dann kam also dieser Polizist noch auf die glänzende Idee, das war damals möglich, heute könnte man sich das nicht mehr vorstellen, dass er um etwaige Verfolger abzuhängen, hat er erklärt, wir fahren jetzt einige Einbahnen Verkehr. Da gab es auch noch viele Polizisten, und wenn einer gepfiffen hat, hat er sich herausgepackt und hat nur gerufen, und jetzt ist auch der Name, Oberinspektor Postbischil in besonderer Mission. Und so sieht also mit der Krone also doch in die Stephanskirche gekommen. Das war also das einzige Mal, wo wir die Krone, bevor ich die Schatzkammer 54 gemacht habe, rausgenommen haben aus dem Safe. Also du hast die Schatzkammer gemacht, du hast die Sammlung für Plastik und Kunstgewerbe Die Schatzkammer nicht. Ja. Du hast die Deutsche Ortsschatzkammer also ich bin, aufgestellt. Ja, die ist also, viel das später. Alles in ganz viel später, nicht? Der Ordens, das ist in der Nazi-Zeit, also im Sommer 38, haben sie ja über Drängen eigentlich des Nürnberger Oberbürgermeisters, wie weit der Hitler selbst da mitspielt, aber er hat es unterschrieben dann, dass die Reichskleinigungen auf ewige Zeiten nach Nürnberg kommen und da mussten sie dann nach Nürnberg übergeben werden. Und die Schatzkammer ist ja nie mehr dann in der Nazi-Zeit wieder aufgemacht worden. Da haben sie eben gedacht, dass sie durch die Beschlagnahmung einerseits des Schatzes des Deutschen Ordens, denn der Deutsche Orden, das ist ein harmloser Priester- und Schwesternorden, die Schulen und Altersheime betreuen, aber die haben natürlich aus der früheren Zeit des Hochmeisters einen nicht unbedeutenden Schatz, den haben sie beschlagnahmt und den zweiten Schatz, den sie beschlagnahmt hatten, war der vom Orden vom Goldenen Vlies. Das lag alles mitten in einer Baustelle in der Schatzkammer, wie ich die übernommen habe. Nicht?
das kann man sich ja nicht vorstellen, nicht diese Ruinensituation, die damals war, nicht? Und der Ordensschatz für den Deutschen Orden, der Orden wurde ja sofort restituiert, ist sofort dann wieder ausgefolgt worden und daraus hat sich dann eine Beziehung entwickelt, wo mich dann der Hochmeister gebeten hat, die Schatzkammer ihnen ordentlich aufzustellen. Ja. Aber das ist erst, glaube ich, 1973 realisiert so, worden, das war viel später. Und ich habe damals eben an einer anderen Aufstellung der Schatzkammer gearbeitet, so für mich gezeichnet. Einerseits hat man, also die Schatzkammer war ja sehr klein und war nur auf die Insignien konzentriert. Also was da waren, beziehungsweise natürlich bis 18 der Privatschmuck und die Insignien des Königreichs Lombardei, also die napoleonischen Insignien. Die haben die Italiener sofort mitgenommen und natürlich der Privatschmuck ist ja auch 18 mit Kaiser Karl in die Verbannung gegangen. Und das hat dann Weichselgärtner umstrukturiert, sehr geschickt, sodass die Schatzkammer als solche stehen blieb. Und daneben war die Wohnung des damaligen Innenministers. Und die war also eine Baustelle, die wollte man, da gab es keine Aufzeichnung, ich habe jedenfalls keine gefunden, offenbar mit diesen Schatzen der Deutsche Orden und Friesorden, wollte man das dort weiter ausbauen, um damit also eine neue Schatzkammer zu machen. Und das habe ich weiter verfolgt und vor allem, ich fand eben die Schatzkammer als solche völlig veraltet nach 1918, weil sie war der Hort, an dem in dem Gebäudekomplex, wo der Kaiser ja amtiert hat, seine Insignien sozusagen zu sehen waren. Das hört 18 auf. Es gibt kein Kaiserreich mehr, es gibt keinen Kaiser. Was hat das für eine Funktion? Und ich fand, ich möchte die Schatzkammer als ein Denkmal der Geschichte machen. Und damit habe ich das Ganze umstrukturiert. Und das war das Erstaunliche. Ja, da war, also wenn ich mich jetzt nicht zu ausbreite noch, die Reichskleinodien hatten den Hauptraum. Und dort war ausgebreitet in diesen maria-theresianischen Vitrinen, Wandvitrinen, auch der Kaisermantel. Und da die Vitrinen aber nicht so groß waren, dass der ganze Mantel zu immer ging, also die Tür quer durch den Mantel. Da müssen einmal der Stromer, der war sehr gut mit dem Direktor der Gemäldegalerie, mit dem Ernst Buschbeck, und da kommt einmal der Stromer, der Ernst sagt, und der Buschbeck hat oft sehr fantastische Ideen, setzt er sich zu mir und sagt, stellen Sie sich vor, jetzt hat der Buschbeck schon wieder die Idee, man sollte eine Wand aufbrechen und den Krönungsmantel dort hinten in eine extra Vitrine. Und da habe ich gesagt, na, wenn Sie schon daran denken, das aufzubrechen, schauen Sie mal, ich habe da ganz andere Ideen. Und das Erstaunliche war, er schaut sich das an, das waren so Bleistiftskizzen. Ja. Sagt er, darf ich mir das mitnehmen? Und kommt nach zwei Tagen und sagt, ich bin einverstanden. Ja. Meine muss also sagen, eigentlich so sehr großzügig die Herren damals. Nicht? Ja. Und da haben wir zuerst 1952 die geistliche Schatzkammer gemacht, faktisch ohne Geld. Die Beschriftungstafeln habe ich selber geschrieben. Nicht? Die Tafeln hat die Restaurieranstalt mit Goldfarbe angestrichen, nicht? Und ich habe es mit Tusch beschriftet. Das war der Versuchsballon auch gegenüber den Besatzungsmächten, wie sie sich dazu verhalten. Nicht? Und dann haben wir eben gesagt, na gut, und da habe ich dann die Schatzkammer in dem neuen Teil gemacht, mit dem Höhepunkt als letzter Raum der Reichskleinodien, nicht? Und eben die rudolfinische Krone und dann zweite Phase eben als Krone vom Kaisertum Österreich. Und da war ja dann noch unter uns, also dort war die alte kaiserliche Küche und das war damals die russische Küche für die Offiziere. Ich habe sie also jeden Tag mittags einmarschieren sehen. Und da haben wir gesagt, wenn dort diese undichte Stelle in der Nacht ein Loch bohrt und was holt. Und da haben wir in der Zeit in der Schatzkammer eine eigene Wachstube gehabt. Also waren immer Tag und Nacht zwei Polizisten drinnen, nicht? Einer musste und der hat Glockensignale geben müssen, nicht? Also so haben wir damals 54, war damals so ein Mordsereignis, noch vor der Eröffnung der Oper, noch vor dem Burgtheater,
die Schatzkammer gemacht. Das war also mein erstes. Ja. Du bist dann nach Rom gegangen, das natürlich also, wäre auch ein riesiges Kapitel. Ja, das ist aber vielleicht doch, warum ging ich nach Rom, nicht? Und da kommt schon meine Antipathie oder meine Animosität gegen die österreichische Verwaltung, an der sich nichts geändert hat, sondern es hat sich eher verstärkt. Ich hatte damals die Schatzkammer auch schon 54, hatte 64 mit sehr problematischen Aufstellung der, damals der Sammlung für Plastik und Kunstgewerbe, also Kunstkammer, gemacht. Und da bietet mir die Nebenabteilung, da waren die Kulturinstitute, waren damals beim Unterrichtsministerium, bietet mir an, die Übernahme ein Kulturinstitut Paris oder Rom. Und obwohl natürlich das sehr verlockend war, meine Frau hat sofort gesagt, du, wir gehen. Dass ich nach Rom gehe, dass er auch mit dem Institut für Geschichtsforschung verbinden war, wäre auch klar gewesen. Aber ein Institut wie ein Kunsthistorisches Museum verlässt man nicht leichten Herzens. Und so ging ich nach einigen Überlegungen zu der damaligen Ministerialrätin Adele Keindl, die die Abteilung führte, und habe gesagt, sie, die Nebenabteilung, bietet mir an, ein Kulturinstitut. Wie schaut meine Zukunft am Museum aus? Und das ist typisch österreichisch. Das war wie bei Kafka, sie zog aus dem Schreibtisch eine lange Liste heraus, die hat sie minutenlang studiert und dann, ich war damals genau 40 Jahre alt, kurz nach meinem 40. Geburtstag, und dann sagt sie, bis sie am 63. Lebensjahr tritt in ihrer Laufbahn keine Veränderung ein. Und damit war meine Entscheidung. Dann bist du nach Rom gegangen, das war die Zweite, das Vatikanum war, ne? Bitte? Das Zweite Vatikanum lief doch noch. Ja, natürlich war das Zweite Vatikanum, das waren große Eindrücke. Wir waren ja, also erst einmal wollte der Kardinal König, da kommt meine Verbindung, ist zu viel gesagt, aber wir haben uns doch öfter getroffen und es waren immer sehr großartige Eindrücke mit Kardinal König. Der wollte, dass die eine Messe der Wiener Sängerknaben haben, weil die Regensburger Domspatzen dort waren mit großem Erfolg und die waren eben auch beim Papst in Audienz und hat er gesagt, also das möchte er gern haben. Und das Komische ist, er wollte es schon früher, in einer früheren Phase, das geht aus einem Akt hervor, den ich unten fand, und das hat der spätere Operndirektor geheißen, Hilbert, das hat er verhindert. Es kam nicht dazu und so, und das habe ich dann, wir haben auch gute Beziehungen zu den Sängerknaben gehabt, das hängt wieder mit der Schatzkammer zusammen und der Hofburgkapelle, dass die Hofburgkapelle zur Schatzkammer inventarisch gehörte und so weiter. Und so haben die gesagt, ich bin sofort mit und das war sehr bald organisiert. Also da haben wir dann eine Messe gehabt mit den Sängerknaben, nicht? Und nachher, das war gerade die Sängerknaben eben drauf, das war einer der Punkte, sie wollen also unbedingt auch vom Papst empfangen werden. Das war in dieser Schlussphase bei Paul dem V. sehr schwer, aber der König konnte das natürlich. Ich korrigiere dich ungern, 6. Bitte? Ich korrigiere dich ungern, aber es war der 6. Nein, war Paul der 6. Paul der 6. Und zwar ergab sich die Gelegenheit, dass gerade an dem Tag, wo die Sängerknaben ankamen, haben die Amerikaner die Michelangelo Pietà, die ja in New York war bei einer Weltausstellung, offiziell dem Papst wieder übergeben. Ja. Und so ergab sich, dass die Peterskirche war für den Besuch, für den Allgemeinen geschlossen, war ein großer Eindruck. Nur vorne, bei dem rechten Seitenaltar, stand die amerikanische Delegation mit dem Karl Spellmann an der Spitze und wir mit dem Kardinal König. Und die Sängerknaben, dort haben sie also dann dem Papst also ihre Aufwartung machen können. Ich würde so gerne so vieles mit dir weiter besprechen. Also auch, ihr habt ja das ganze Kulturinstitut auch mit Hilfe deiner Frau das war ja alle gleich. Und das sieht man in Österreich nicht ein. Nicht? Österreich denkt immer an ein Kulturinstitut, während Rom eine wissenschaftliche Stadt ist. Nicht? Die moderne Kultur spielt sich in Oberitalien ab. Nicht? Man braucht ja nur daran denken, wo gibt es die großen Opernhäuser in Italien? Überall, nur nicht in Rom. Nicht?
weil sich dort die Kultur ja in den Abendspalästen abspielte, wissen Sie ja besser als ich. Und, und wir haben eben ein Kulturinstitut beharrt. Also wenn ich daran denke, nicht, da gab der Schweizer, direkt das Schweizer Institut, ein Essen für uns als Neuankömmlinge. Und dort war die Gisela Richter auch, damals zuerst früher Direktrice der antiken Sammlung am Metropolitan Museum und hat ihren Lebensabend in Rom verbracht. Und wir haben uns gekannt schon von früher. Und er sagt also, dass ich der neue Direktor des österreichischen Instituts bin. Und sie sagt, oh, you are the new director of the musical circus. Ne? Das war, und so war überall, wo ich hinkam als Direktor des Kulturinstituts. Nicht? Und dann ging ich erst zu den Jesuiten, die ich ja ganz gut von meinen Beziehungen, vor allem während des Krieges, kannte. Und Pater Kirschbaum habe ich auch persönlich gekannt und melde mich bei ihm an. Und da waren wir schon da in der Gregorianer und ich wurde in ein sehr schäbiges Sprechzimmer geführt, da habe ich gedacht, oje. Und dann kam er herein und bleibt an der Tür stehen wie eine Salzsäule und ich sage, Pater Kirschbaum, also, ich kann mich vorstellen, als der neue Direktor des Österreichischen Kulturinstituts. Und er sagt, gratuliere Ihnen. So, also, ne? Und ich sage, sagen Sie mal, wir kennen los, uns ja. Doch. Sagt er, Sie als Dozent Filitz kenne ich, als Direktor dieses Hauses kenne ich Sie nicht. So, das war die Situation, in der wir kamen. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und daraus entwickelt sich Gespräche. Ne? Und da hat man gesehen und sagt, wir sind eine wissenschaftliche Stadt. Und bis heute haben wir, glaube ich, 27 Staaten wissenschaftliche Institute in Rom, aber es gibt nur 5 Kulturinstitute, ne? Die man daneben noch hat. Also die Deutschen oder die Franzosen, die sich leisten können. Nicht? Und das hat man in Wien nie begreifen wollen. Nicht? Und das habe ich versucht zu ändern in den 3 Jahren. Aber ich glaube, das ist genau der springende Punkt. Also wenn wir jetzt noch einmal auf die Zeit nach deiner Rückkehr nach Wien zurückkommen. Du hast eigentlich immer sehr klar gesehen, wo sind die Fehler, wo sind die Defizite und hast dann dort versucht, tatsächlich die Sachen zu verändern. Also nicht auf diese wienerische Art, es einfach zu bejeiern und zu bejammern, sondern einen Weg zu finden, Dinge zu verändern. Ich habe mir heute gedacht, es gibt doch dieses, jetzt dieses schöne Wort vom Self-Empowerment. Also irgendjemand nimmt selbst einen Anrang und versucht, eine Situation zu verbessern. Und es waren, also aus meiner Sicht, es waren viele Projekte, aber eigentlich 3 große Projekte, die du da in Angriff genommen hast. Das war das eine, die Geschichte mit der Ludwig-Stiftung, dass du wirklich die Möglichkeit beim Schopf genommen, dass Wien ein großzügiges Museum moderner Kunst kriegt, dass das dann eigentlich auch in dieses Museumsquartier gemündet ist. Das war das. Ja, leider nicht. Naja, gut, ja. Okay, aber das war, aber man weiß, wer weiß heute, dass du dahinter gestanden bist, überhaupt einmal darauf aufmerksam zu machen, dass das ein Ort ist für Museen. Ne? Also die Ludwig-Stiftung meines Erachtens, dass du gesagt hast, im Museum muss was passieren, im Kunsthistorischen muss was passieren. Naja, das war eigentlich damals die Firnberg, nicht? Mit der sich ja eben durch diese Ludwig-Stiftung und durch die Pläne für das moderne Museum, das ja nach dem sehr hoffnungsvollen Beginn mit Werner Hofmann ja dann in die Bedeutungslosigkeit abgesackt ist. Und das war der Impuls der Ludwig-Stiftung, dass da was geschehen kann. Haben sich Gespräche entwickelt, eben hinsichtlich einer Modernisierung der ja sehr verkrusteten Wiener Museumsstruktur. Und eben daraus, also zuerst ja überhaupt, also dann große Pläne der Ministerin, die ich abgelehnt habe. Sie hat dann einmal, wie wir uns einmal wieder getroffen haben, gesagt, erinnern Sie sich noch an den Abend? Habe ich gesagt, den werde ich nie vergessen. Und dann sagt sie, damals haben wir beide einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie hätten jetzt energisch Nein sagen sollen und ich als Minister hätte sagen müssen, und sie machen es doch, aber wir wären dann damals gescheitert. Und dann habe ich eben über ihren Wunsch das Kunsthistorische Museum übernommen, um dort durchzuführen. Wenn ja, man denkt, wie ich das Museum übernommen habe, waren die Öffnungszeiten noch in der Kaiserzeit. Das heißt, Dienstag bis Samstag von 10 bis 15 Uhr und Sonntag 10 bis 13 Uhr.
Nicht? Heute weiß keiner mehr, dass ich war die tägliche Öffnung bis 18 Uhr bewirkt habe. Und dann natürlich, also es gab vieles im Detail. Und ich muss sagen, mit großen Schwierigkeiten im Haus. Das kann man sich nicht vorstellen, welche Widerstände mir da entgegengebracht wurden. Nicht? Zum Beispiel, weil er gerade vor wenigen Tagen verstorben ist, nicht? Ich wollte ja die ägyptische Sammlung mit Hollein neu aufstellen, weil ich fand, ich habe es gesehen gehabt, seit das Glasmuseum das in Teheran machte. Und habe mit ihm gesprochen und er hat gesagt, das tät mich sehr reizen, das, und dort anfangen, das Hochparterre zu modernisieren. Und es gab mit großen Schwierigkeiten im Ministerium durchzubringen, einen Vertrag mit ihm, dass er die ägyptische Sammlung macht. Der Sammlungsleiter hat mir kaum Unterlagen zur Verfügung gestellt. Und ich war noch nicht beim Tor draußen vom Museum, hat das Ministerium den Vertrag mit Holland gekündigt. Ein halbes Jahr später habe ich den Sektionschef der Straße getroffen und sagte, Sie, ich habe dort jetzt Fotos gesehen vom Glasmuseum in Teheran, das wäre ja wirklich sehr schön geworden. Und der Holland hat sich immer geärgert darüber, wenn immer ich mit ihm gesprochen habe, hat immer gesagt, das hätte ich sehr gern gemacht. Also solche Dinge auch. Und dann natürlich muss man ja denken, der Bau war ja in einem schlechten Zustand, weil 1945 man ja sehr schnell wieder den Wiederaufbau gemacht hat, zum Teil auch gar nicht an manche Dinge bedenkend und natürlich ja keine hochwertigen Materialien zur Verfügung waren, also zum Beispiel ein Spezialklaus über der Gemäldegalerie. Aber das Bautenministerium hat einfach keine Gelder zur Verfügung gestellt. Und da gab es eine Situation, Hans Tuppi war damals Minister, und wir haben gerade auch jetzt noch bei der Akademie wieder kurz darüber gesprochen, da hat die Direktorenkonferenz, deren Vorsitz ich aufgrund, dass ich da eben der ranghöchste das ranghöchste Institut leitete, war, haben wir dem Minister Iro 13 ein Telegramm geschickt und gebeten, er möge doch beim Bautenministerium dringend vorstellig werden, die Bauten sind in einem schon bedenklichen Zustand. Und wir haben überhaupt keine Antwort bekommen. Auch das ist charakteristisch. Ich bin heute überzeugt, und ich glaube er auch, das Sekretariat hat ihm das Telegramm nie vorgelegt. Nicht? Das sind Zustände, die gibt es bei uns. Nicht? Und daraufhin haben meine Kollegen erklärt, naja, damit ist der Dienstweg erschöpft, wir können nicht. Da habe ich gesagt, nein, nicht, denn ich habe das Kunsthistorische Museum, und das war meine Bedingung auch gegenüber der Firnberg, nicht übernommen voll, sondern als ich bleibe Professor. Das ist also jetzt Frage, meine Doppelfunktion. Nicht? Und damit, das lief ja als Nebenbeschäftigung mit einer ganz faktisch ein Symbolbezahlung, wie Österreich ist, nicht 14 Mal normal, sondern 12 Mal und nicht auf die Pension anrechenbar, steht also in der Einheit drin. Nicht? Wie viel nicht mehr drin? Ja, es war ein lächerlicher Symbolbetrag. Aber das ist ja wurscht. Das ist ja ganz egal, jetzt um die Einzelnen. Und nun habe ich gesagt, na, mein Dienstweg geht ja über den Rektor. Ich bin Professor und als solcher kann ich tun, was ich will. Und da habe ich dem Kanzler, das war der Wranitzky, einen Brief geschrieben, hat gesagt, die Situation der Museen ist höchst bedenklich und ich bitte ihn, da wir sonst nicht weiterkommen, zu helfen. Und er hat sofort reagiert und hat gesagt, eine Delegation von 3 lädt er ein. Habe ich gesagt, es müssten 4 sein. Es war der Mr. Oberhuber von der Albertina, der Nöber vom Angewandten, der Direktor vom Technischen Museum und ich. Ne? Und wir wurden im kleinen Ministerratszimmer empfangen und da beim Wranitzky schon eben neben dem Unterrichtsminister Tuppi auch der Finanzminister Lazina und der Baden haben wir gesagt, der nimmt es sehr ernst. Ne? Und er gibt mir das Wort und ich sage, kann Sie, mir regnet es herein und wenn es weiter so geht, muss ich die wertvollsten Bilder abhängen. Und sobald ich hier sitze, sagt mir so über den Tisch der Bautminister, so viele Bilder können Sie gar nicht abhängen, dass ich in einem Museum was mache. So, nicht? Das war der Robby Graf. Nicht? Und da hat der Wranitzky, der hat sofort das Gespräch abgebrochen,
ein paar Fragen gestellt und damit waren noch 20 Minuten das Gespräch beendet. Und er hat zwei Finanzfachleute, den Professor Kastner von der WU, das war so die graue Eminenz bei den Finanzleuten, und den Generaldirektor der Kontrollbank, den Helmut Raschek, beauftragt gebeten, eine Lösung zu suchen. Und das war die Museumsmilliarde. Und damit konnten wir auf einmal nicht, da konnte die Albertine einen Tiefspeicherbahn, wenn du denkst, ein Körperbehinderter konnte ja damals nicht oder nur mit größten Schwierigkeiten in eine Gemäldegalerie bis dahin. Es gab ja keinen Besucheraufzug. Ja, nicht? Ja. Also und da begannen wir eigentlich mit der Modernisierung des Museums. Ja, das war ein riesiger Impuls. Mit dem Kaffeehaus. Ja. Wir wollten, haben viel mehr Pläne. Sie weiß, dort hinten sieht die Frau Thieme, der viel zu verdanken hat, weil sie damals die ganze PR-Sache gemacht hat. Und, ne? Wenn ich denke, da haben wir die erste Ausstellung gehabt, was das für Schwierigkeiten war, dass wir Fahnen dort aufhängen durften beim Ring, überhaupt, die jetzt selbstverständlich sind, Fahnen für diese Ausstellung. Ne? Also dieser Impuls mit der Museumsmilliarde war, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und das war entscheidend für die ganze weitere. Ich meine, auch wenn du das Museumsquartier jetzt ein bisschen unter den Teppich kehrt, aber ich kann mich erinnern, dass du gesagt hast, die Messe geht demnächst raus. Ja, das wusste. Man muss das nutzen für die Museen. Das war die Firmberg und ich wussten, dass die Messe AG, der Vertrag, der jahrzehntelange Vertrag mit der Stadt Wien, 88 zu Ende geht. Und auf das hin haben wir nun ein Programm entwickelt. Und dieses Programm war, was immer Museumsreform, das war keine Reform, war das riesige Areal der Messepalastes, hat es damals geheißen, nicht, der Hofstallungen, für die Museen zu nutzen und vor allem, damit endlich diese beiden Hofmuseen aus ihrer Raumnot herauskämen, nicht nur die von Haus aus da war, die Museen waren ja von Haus aus viel zu klein gebaut. Darüber gibt es aus dem Jahr 1919 bereits gedruckte Schriften, die das auch deutlich sagen. Und dass man dort auch gewisse Umstrukturierungen machen kann. Also es wären dort drei große Hauptbezirke gewesen. Also ich hatte ja zuerst wollen mit der modernen Kunst auf die Donauplatte. Und das hat Buseck damals als Vizebürgermeister abgelehnt, gesagt, der Blödsinn, kein Mensch geht darüber, na, wenn man sich das heute anschaut. Nicht? Und daraufhin wären drei Blöcke dort gewesen, als Hauptteile. Das eine wäre die Antikensammlung, die gesamte Großskulptur der Antikensammlung dort zu vereinen, inklusive des ja nie gezeigten Heroen von Gölbaschi. Das heißt, das wäre hinübergekommen, die Ephesus-Skulpturen und so weiter. Das wäre ein Bestand geworden, der doch sich dann annähert an dem, was Berlin etwa hat. Der zweite Bestand wäre gewesen, ein großes Museum moderner Kunst mit Auswertungsmöglichkeit. Und der dritte, und das war damals, oder wäre heute auch noch, das, was sich jetzt Weltmuseum nennt, also das Museum für Völkerkunde, ein großes Areal eben für den Vergleich der Weltkulturen, inklusive der Prähistorie aus dem Naturhistorischen Museum und der Volkskundemuseum zu einem großen. Also man muss sich das vorstellen. Ne? Das wäre mit sehr viel geringeren Geldmitteln geschehen als der Ausbau, der später, denn das war bereits völlig alles durchkalkuliert, nicht? Woran es gescheitert ist letztlich, darüber kann man dann debattieren, denn darüber, das weiß niemand, das war ja bereits ein Beschluss der Direktorenkonferenz, 13 Museumsdirektoren und davor sitzt Tupi als Minister und mehrere ausländische Experten, die wir nicht als Gutachter, aber doch als Berater, das war damals der Präsidentdirektor des Louvre, der Laclos. Das war der Stefan Wetzold von Berlin. Das war, ich glaube, es war der Franz Mayer, aber das bin ich nicht ganz sicher, der Franz Mayer von Basel. Und dann habe ich großen Wert gelegt, den Jensen zu holen aus Kopenhagen, dessen Museum in Louisiana ich für die schönste Lösung der 60er Jahre finde. Und mit Ausnahme von einem wurde das, also 12 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme.
Die Nein-Stimme kann ich auch explizieren, das war der Vertreter des Völkerkundemuseums. Und nach der Sitzung habe ich ihn gefragt, warum er für den Nein gestimmt hat. Und das ist auch Wien. Er hat gesagt, wir haben zum Teil die Kisten aus der Monarchie noch nicht ausgepackt. Und jetzt sollen wir das, was ausgestellt ist, wieder einpacken, um den überzubringen. Das war seine Begründung. Und Tupi sagt, und damit ist es beschlossen und wird für den Architekten bewerben. Ja. Und das war das Ende. Das ist interessant, ja. Ne, da kann, das kann man einmal nachschauen. Ich weiß schon, wie zum Teil die Aktenlage, zum Teil. Aber das wäre interessant. Ich habe die ganzen Akten, die ich hatte, können Sie jetzt im Kunsthistorischen Museum sehen. Ich habe alle Ordner und alles Unterlagen habe ich dem Archiv also des Kunsthistorischen Museums. Das ist dort, das kann man dort, nachschauen. Trotzdem, es ist aus dem Museumsquartier, auch wenn nicht das draus geworden ist, es ist was draus geworden und der Impuls ist, geht letzten Endes auf dich zurück. Und noch einer geht auf dich zurück, das ist die, dass es wieder die Kommission für Kunstgeschichte gibt in der Akademie der Wissenschaften. Also da warst du doch auch federführend. Es gab doch so lang keine Kommission. Naja, das hinkt, das ist so, dass es nicht gab, hängt mit Sedlmayr zusammen, nicht? Sedlmayr ist ja nie aus der Akademie ausgeschlossen worden und nun war er Mitglied, er ist zwar in Salzburg damals gesessen und die Wagner Rieger und ich haben immer wieder gesprochen, man müsste doch, braucht eine Kommission für Kunst und zwar vor allem, weil wir beide hatten die Idee dieser Geschichte der bildenden Kunst in Österreich entwickelt. Das war die Wagner Rieger also am Anfang mit dabei. Und das haben Demus und Pecht, die beiden Mitglieder der Akademie waren, abgelehnt, weil einfach sich Sedlmayr unmöglich gegenüber Pecht verhalten hatte. Und auch nun ist ja die Rede der Akademie, wenn eine Kommission gegründet wird, kann sich jedes Mitglied hineinwählen. Und wenn er sich hineinlädt, kommt es zu höchst unliebsamen Begegnungen mit Pecht. Und daher ist es nie von den beiden zu einer Kommission zu. Und ich habe es dann also gemacht. Ah, und da ist die Kommission ins Laufen gekommen, höchst erfolgreich. Es ist dieses Projekt der Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, jetzt dieser sechsmonatige Hofburg-Projekt. Ne? Also ich glaube, das ist alles hat eine unglaubliche Dynamik entwickelt. Und noch einmal auf die Frage von Michael zurückzukommen, wie ponderiert man das alles, wie geht das alles? Also, da musst du dann meine Frau fragen. Ich glaube, da muss man einerseits deine Frau fragen, die, glaube ich, immer sehr unterstützt hat. Und, also in Rom, glaube ich, ganz besonders, aber grundsätzlich immer. Und und du hast eben auch an den zwei Stellen Mitarbeiterinnen gehabt, die dich unterstützt haben. Also ich freue mich sehr, dass Gerda Demel vom Kunsthistorischen da ist und Eva Groß, die jahrzehntelang auch deine Sekretärin im Institut war. Und das, was ich eigentlich dazu auch noch betonen möchte, ist, dass trotz dieser vielen Aufgaben eigentlich die Zusammenarbeit, und bitte widersprecht mir, wenn es nicht so war, trotzdem eine sehr menschliche und sehr warmherzige war. Also wir hatten trotzdem noch Zeit, auf einen Kaffee zu trinken oder nach deiner Vorlesung, das war doch so ein gewisser Ritus, nach der Vorlesung am Mittwoch um 6 dann eine Grappa zu nehmen. Also es hat trotzdem immer noch so eine menschliche... Ja, Wärme und persönliche Note gehabt. Dafür danke ich vor allem mit meinen Mitarbeitern, ne? Meine Assistentin, Frau Demel, der Frau Groß irgendwo. Also es war eine großartige Atmosphäre. Und man muss sagen, dass du ja über die Zeit, also du hast ein sehr schönes Zimmer gehabt im Nick drüben. Und ich glaube, wir freuen uns alle sehr, dass du zwar ein kleines Kabäischen hier hast und dass du voll in der Materie tätig bist, auch international überall tätig bist. Und wenn man dich so reden hört, dann weiß man auch, warum du nach wie vor ein ungeheuer gefragter Wissenschaftler und weiter. Lass mich ruhig ein bisschen. Ich trage nicht dick auf, ich sage nur, was Sache ist. Und soweit ich weiß, bist du ja auch an zwei Sachen eigentlich dran. Das eine ist, glaube ich, wo sich alle, wenn sie dich heute gehört haben, das unterstützen werden und dir zusprechen werden, dass du eine Autobiografie schreibst. Ja. Ja, ja. Und, siehst du? Ja. Und das zweite ist, dass du das Goldschmiedsche... Dann erkennen sie dir, dass es ja, macht. Ja, ja. Dann wird er unterbrochen, andere Aufträge. Andere Aufträge, ja. Keine Zeit, ja. Keine Zeit.
das Goldschmied, das ist ein Himmelfahrtskommando. Und diese Goldschmiede-Elfenbeinkorpus, das Goldschmiede-Elfenbeinkorpus, da hat der deutsche Verein mich überredet, das also zu aktualisieren. Und das ist ein Himmelfahrtskommando. Allein das zu machen, nicht und nicht. Also das ist natürlich dann die Schwierigkeit, wenn man keine Mitarbeiter mehr hat. Naja, sicher nicht, meine Beschaffung dann. Ich habe gute Literatur daheim, also ich kann es zum Großteil damit machen, aber einiges nicht. Ja. Und vor allem nicht, wenn ich das anschaue, was in den letzten Jahren, an irren Ideen kommt. Ja, an Blödsinn. Also gibt es Elfenbeine, die werden datiert spätes 10. Jahrhundert, Mitte 11. Jahrhundert, Mitte 12. Jahrhundert, 18. Jahrhundert oder Fälschung. So, ein Elfenbein. Ne? So, und jetzt macht daraus jetzt dann den Rhein daraus. Ja, ne? Ja, gut, ich meine, der Kaiserkrone ist ja Reichskrone ist ja zwischendurch das ja auch nochmal passiert, aber ja, ich hoffe, die ist jetzt wieder zurückgekommen. Ja. Naja, aber jedenfalls, ich glaube, alle werden ja irgendwie sagen, bitte schreibt das alles auf, weil das, was wir jetzt besprochen haben, ist ja auch wieder nur die Spitze des Eisbergs. Und die Anekdoten fehlen dann nicht. Nein. Also es geht schon um beides. Also es wäre natürlich wahnsinnig wichtig, das wirklich aufzuschreiben. Nein, das ist keine Anekdote, sonst würde man nicht glauben, eines Tages, wie ich als erster Direktor des Kunsthistorischen Museums, aber ich war erster Direktor, das war der frühere Titel, nicht? Kommt der Verwaltungsleiter herein und sagt, Herr Direktor, macht sie da einen Witz, da kriegen wir einen Brief vom Landwirtschaftsministerium, ob das Kunsthistorische Museum noch immer 80 Pferde unterhält. Und das Ende war natürlich, dass irgendein Irrsinniger hat durch Papiermaché-Pferde, die wir in der Wagenburg haben für die Wagenzüge und in der Waffensammlung für die Reiterrüstungen, hat das dem Landwirtschaftsministerium mitgeteilt oder irgendwie. Und die haben also nie einsehend, was das für ein Blödsinn ist, dass das Kunsthistorische Museum die Pferde hat. Wo haben wir die? Am Marie-Theresien-Platz, Grasen oder was? Ist das dort? Das ist auch österreichische Verwaltung gelaufen. Ne? Und bis die Anfrage kam, haben wir noch immer 80 Pferde unterhalten. Also. Bitte? Naja, ich könnte also jetzt viele Geschichten erzählen. Also es ist bitte ganz wichtig, das alles aufzuschreiben, nicht nur wegen der Story, sondern auch, weil ich glaube, weil Strukturen transparent werden, die sonst schwer nachvollziehbar sind. Also Institutionsgeschichte ist sicher ein Thema und ich hoffe auch, dass sich jemand vielleicht von den jüngeren Kolleginnen und Kollegen dann einmal drüber setzt über diese ganze Frage, wie sich das Kunsthistorische entwickelt hat. Aber bitte schreibt das auf. Ich glaube, wir würden dir alle sehr, sehr gern noch sehr, sehr lange zuhören. Ich weiß nicht, ob Fragen aus dem Publikum erlaubt sind, ob du sie erlaubst. Ich weiß nicht, ob jemand was am Herzen brennt, ob es noch irgendwelche Fragen gibt. Es gibt keine. Keine. Also, wenn nicht, dann danken wir dir, glaube ich, alle. Darf ich das gleich so im Krankenschwestern-Plural sagen? Ganz, ganz herzlich. Und darf ich auch ansagen, wegen dem Rot nachher noch? Ja. Also wir hoffen ja, dass wir euch verschleppen dürfen. Wir haben einen Tisch im Rot bestellt, also diesmal nicht im Kulinarium, sondern wir wollten den ganz besonderen Anlass auch dementsprechend zelebrieren. Also das ist da im Regina, es ist auch nicht das Grand Hotel, aber in der Umgebung, wie wir alle wissen, gibt es gar nicht so viele Lokale, es ist ganz eigenartig. Also es ist ein Tisch im Rot bestellt und wer immer Lust hat mitzukommen, die werden das schon irgendwie arrangieren. Also wir würden uns sehr freuen, wenn wir noch einen größeren Tisch hätten, um den Geburtstag noch gemeinsam zu feiern. Also vielen, vielen Dank.